Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Mein Name ist Sophie Ahlisch, deutsche Profiboxerin im Federgewicht. Und meine Prognose für den Boxpodcast.de für den Kampf Golovkin gegen Canelo. Beides Weltklasse-Athleten und immer wieder ein Riesenspaß, den beiden zuzuschauen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, tippe ich auf Canelo nach Punkten. Sein letzter Kampf, finde ich, war gar nicht aussagekräftig, weil es gar nicht seine Gewichtsklasse war. Golovkin, finde ich, hat in den letzten Jahren an Substanz gelassen. Canelo hingegen ist gerade so in seiner Prime-Phase. Deswegen, finde ich, wird es ein mega, mega interessanter Kampf. Auch mal sehen, ob Golovkin sich nochmal richtig motivieren kann in dem Kampf. Ich werde ihn auf jeden Fall schauen. Ihr müsst ihn auch unbedingt euch anschauen. Aber mein Tipp geht auf jeden Fall an Canelo. Moin, liebe Box-Podcast-Freunde. Mein Name ist Patrick Korte. Ich boxe im Schwergewicht, bin mittlerweile seit 7 Jahren Profi. Genau, und darf heute meine Analyse zum dritten Kampf von Canelo Golovkin abgeben. Ja, was soll ich sagen? Also ist natürlich ein lang ersehnter Kampf für alle Boxfans. Und ich freue mich natürlich auch mega, dass der Kampf endlich stattfindet. Leider ein bisschen spät, aber dennoch nicht zu spät, hoffe ich. Ja, ich denke, beide werden auf einen Knockout ausgehen, weil beide ja sicherlich versuchen wollen, das gar nicht über die Punktzettel gehen zu lassen. Aber ich bin mir sicher, dass beide auch genug Nehmerqualitäten haben, um nicht schnell K.O. zu gehen. Somit wird es definitiv ein sehr spannender Kampf. Und ja, Golovkin hat leider die letzten Jahre nicht ganz so viel gute Gegner kämpfen können. Und hat nicht Ringrost direkt, aber den fehlt halt dann so ein bisschen an gute Praxis. Aber Canelo hat zur letzten Niederlage, hat sich da ein bisschen übernommen und deswegen ist der Kampf dann doch wieder ausgeglichen und ich sehe da echt ganz ehrlich Golovkin vorne. Hallo, hier ist Boxchampion Arthur Abraham. Boxchampion im Mittelgewicht und im Supermittelgewicht. Also, meine Prognose für Canelo und Golovkin, ich denke, dieses Mal wird Golovkin gewinnen. Warum? Weil es gibt nicht so viele interessante Kämpfe auf dem Markt. Deswegen, die müssen so machen, dass Canelo und Golovkin noch einmal boxen. Deswegen verdienen die noch mehr Geld. Also, mein Tipp ist, dieses Mal gewinnt Golovkin. Liebe Grüße, euer Champ Arthur Abraham. Hallo Freunde, mein Name ist Yasser Yüksel, ich boxe im Weltergewicht in Deutschland. Und mein Tipp für den Kampf ist, dass der Kampf über die Runden geht und am Ende Canelo die klareren und mehreren Treffer hat und durch Punkte gewinnt. Hallo, ich bin Bernd Bönte, langjähriger TV-Boxsport-Experte und 17 Jahre lang Manager der Klitschko-Brüder. Heute berate ich die beiden deutschen Schwergewichtshoffnungen, Peter Kadiru und Viktor Jurk. Um Canelo zu schlagen, müsste Triple G so boxen wie zuletzt Bivol. Beweglich, auf schnellen Beinen hinter dem Jab aus der Distanz punkten, das klassische Stick-and-Move eben. Aber das war noch nie Triple G's Stil und mit 40 hätte er das, glaube ich, über 12 Runden noch nicht mehr drauf. Triple G schlägt lieber gerne mit und das liebt Canelo natürlich. Und deshalb tippe ich diesmal auf einen klaren Punktsieg Canelos. Hi, mein Name ist Abbas Barau. Ich bin 27 Jahre alt und boxe in der Gewichtsklasse Super Welter. Ich trainiere und lebe mittlerweile in London. Für den Kampf Canelo gegen Gennady Golovkin sehe ich Canelo als Favoriten. Wenn der alle seine Fähigkeiten einsetzt, wird er den Kampf schon ganz klar für sich entscheiden. Liebe Grüße an das Box-Podcast-Team. Ihr macht eine gute Sache und viel Spaß bei dem Kampf. Freunde, was geht? Christian, der Hurricane Toon hier, live aus Florida. Also meiner Meinung nach wird Canelo gewinnen. Ich glaube, dass Canelo einfach in Supermittelgewicht in einer Spitzenform ist. Ich bin zwar ein Riesenfan von Gennady Golovkin, allerdings auch von Canelo. Also ich glaube, es wird einfach ein super Boxabend und freue mich wirklich auf einen genialen Kampf. Ich glaube, wie gesagt, Canelo nach Punkten. Ciao. Hallo Freunde, mein Name ist Alam Deines. Ich bin aktuell Europameister, WBO. Letztes Jahr gegen Beterbiev geboxt, um die zweifache Weltmeisterschaft. Und ja, leider hat es nicht geklappt, aber die Erfahrung war es wert. Meine Prognose zu Canelo Golovkin, das wird ein Megakampf. Die letzten zwei Kämpfe waren sehr, sehr stark.
Und ich bin für Golovkin. Ich hoffe, er gewinnt. Für mich ist er Favorit, eine Legende, so wie Canelo auch. Aber ich bin halt Golovkin-Fan. Ich sage, nach Punkten wird Golovkin gewinnen. Meine Prognose. Hallo, mein Name ist Jack Kulkai. Ich bin Profiboxer seit 2009. Habe einige Kämpfe, einige Titel schon gewinnen können. Und ja, meine Prognose zum Canelo-Golovkin-Kampf ist, dass Canelo den Kampf gewinnt nach Punkten, weil Golovkin einfach zu steif ist, zu viele Schläge kassiert und Canelo einfach der bessere Boxer ist. Deswegen einstimmiger Punktsieg, Canelo Alvarez. Peace. Viele Grüße aus London. Mein Name ist Rüdiger May. Ich habe 52 Profikämpfe bestritten, davon 43 gewonnen, dreimal unentschieden geboxt. Den Rest an Niederlagen könnt ihr euch zusammenrechnen. Ich habe um die Weltmeisterschaft geboxt, um die Europameisterschaft geboxt. Ich bin deutscher Meister gewesen und European Union Champion. Ich bin hier in London, um Sarah Liegmann zu unterstützen. Sie kämpft auf einer historischen Fightcard. Savannah Marshall gegen Clarissa Shields und alle Kämpfe auf der Undercard werden nur von Frauen bestritten. Ähnlich historisch wird der dritte Kampf von Canelo Alvarez gegen Triple G sein. Ein sogenanntes Rubber Match. Meine Prediction, ja, es ist ähnlich historisch und wird ähnlich historisch sein wie Ward gegen Getty. Höchstwahrscheinlich ist auch da, ist auch hier bei diesem Kampf zu erwarten, dass es relativ eng wird. Beide werden darauf aus sein, den Kampf vorzeitig zu beenden, um jegliche Kontroverse zu unterbinden. Das wird beiden aber relativ schwer fallen. Ich glaube nicht, dass es zu einem vorzeitigen Ende kommt und da ja der Kampf relativ eng laufen wird. Und ja, am Ende werden wir höchstwahrscheinlich dann einen Kampf mit ein bis zwei Runden Unterschied erleben und es wird höchstwahrscheinlich Canelo Alvarez gewinnen, wobei mein Favorit Triple G ist. Soweit meine Prediction. Viele Grüße an den Box-Podcast und viel Spaß beim Kampf. Hallo lieber Box-Podcast, hallo liebe Boxsportfreunde. Mein Name ist Fedor Michel, ich bin 21 Jahre alt und kämpfe im Supermittelgewicht. Am 8. Oktober werde ich meinen 8. Profikampf bestreiten. Veranstaltet von der Kutschbox Promotion. Auf den Kampf freue ich mich sehr. Ich bin gerade mitten in der Vorbereitung und es läuft alles super. Ja, ich wurde nach der Meinung, nach der Prediction gefragt zum Canelo vs. Golovkin Fight. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Canelo das erneut machen wird. Canelo ist bei sich im Supermittelgewicht zu Hause und ich denke, für Golovkin wird es schwierig sein, da eine gute Taktik zu finden, den Canelo zu schlagen. Deshalb sage ich, es wird ein erneuter Punktesieg für Canelo. Ja, wunderschönen guten Tag, ihr lieben Leute. Ihr wisst ja, am Wochenende Megafight, Triple G gegen Canelo. Ja, die zwei sind natürlich arg verfeindet und ich denke mal, es ist schon persönlich bei denen beide. Einmal umstrittener Sieg, zweimal ein deutlicher Sieg. Jetzt weiß man natürlich nicht, was kommt. Meine Vorhersage für den Kampf wird wieder ganz eng. Und für mich ist das ein Unentschieden. Also ich glaube nicht, dass Canelo das deutlich gewinnen kann. Ich glaube es auch nicht, dass das Triple G deutlich gewinnen kann. Wenn es ein deutliches Sieg geben sollte, dann gibt es den durch K.O. Aber ich bin gespannt drauf. Ich werde mir das live anschauen und freue mich drauf. Liebe Grüße, euer Rainer. Hallo lieber Box-Podcast, ich bin Tina Rupprecht und ich bin amtierende WBC-Weltmeisterin im Minimumgewicht. Meine Prognose für Golovkin Canelo 3 könnte auf jeden Fall wieder mal sehr spannend werden. Das erste Mal war knapp, das zweite Mal war eng und da gab es viele Diskussionen. Deswegen, ich bin gespannt, ob es jetzt beim dritten Mal über die volle Distanz wieder geht. Golovkin könnte an seinen starken Sieg über Murata anknüpfen. Canelo hat viel zu verlieren, ist aber wieder in seiner Gewichtsklasse. Also ich freue mich auf den Kampf. Verdient haben es beide und möge der Bessere gewinnen. Okay, jetzt bin ich hier in London. Wir warten darauf, ob hier alles stattfindet oder nicht. Und für den Box-Podcast habe ich jetzt auch Johnny Nelson dabei, der uns dann nochmal seine Vorhersage gibt für den Kampf gegen Canelo Alvarez und Triple G. So, Johnny, how is your prediction, Triple G, Canelo? I'm going with
think Triple G third time lucky, but I think Triple G won the first fight, lost the second fight. Canelo has had momentum, so I go with Canelo to win the third fight, so to make it 2-1. The only other question is this: how strong have you gotten to it? You are strong and I'm tall. I just want brother from another mother. Twins, twins, twins. Okay, we got the prediction. Thanks a lot, Johnny. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast.de.